So Leute, da sind wir wieder zum großen Finale von Let's Play Pokémon Feuerrot. Ich habe eben nochmal kurz auf PokeWiki geschaut und mir ist aufgefallen, ich kann unserem guten Don Marcin noch schnell was beibringen, wenn ich ihm mal schnell 3 Sonderbonbons in den Hals werfe. Hast du nicht was vergessen? Hm? Wie, habe ich was vergessen? Ich? Ach so, ja, das, was ich immer vergesse halt, ne? Ja, das ist ja auch nicht so wichtig. Ja. Gut. So, Drachenwut weg und wir haben einen Bandfall. Der zwar hier noch Stärke 90 hat und noch spezielle Natur ist, aber wir haben eine Attacke, die alle seine Pokémon irgendwo sehr effektiv trifft, zumindest die meisten. Er hat ja immer noch kein reines Drachenteam. Und wenn ich mich richtig entsinne, er fängt sowieso immer mit einem Garados an. Deswegen richtig. Ist Shake gerade vorne. Also, dann. Das macht selbst nach Gold. Der Einzige, der übrigens einen anderen Text hat. Ah, du bist also zurückgekehrt, Rot. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Und jemand schreibt mich schon wieder auf Facebook an. Ja. Und ab hier ist der Text total gleich. So. Letztes Top 4 Mitglied. Siegfried. Hyped. Das prädiktierte Garados. Ja. 68, yay. Jetzt die Frage, ob der Donnerblitz reicht, um es zu one-hitten. Der Garados hat doch noch eine relativ gute Spätstef. Aber einmal mal schauen, ob es reicht. Oh. Ganz knapp. Und Shake erreicht Level 58. Das ist schon sein 55. Level-Up. Aerodactyl, da bleiben wir doch gleich drin. Ja. Wenn er mal seine ganzen Pokémon mit der Elektroschwäche schon gleich vor die Nase setzt. Ach, deswegen hat er es reingeschickt. Ich wusste, damit da war was. Damit er Jake überholen kann und ein Erdbeeren reinsetzen kann. Oh, das hat die. So. Dann darf Adrian hier mal ran. Der Grund, warum ich ihn nicht mehr komplett voll geheilt habe. Ja, das Viech ist ja jetzt echt schon Level 70. Und Adrian überlebt es einfach mal eiskalt. Mehr als der Hälfte der KP. Aber Aerodactyl mit seiner Steinschwäche hat da schon eher Probleme. Wasserschwäche, weil er ja Stein gut ist, genau. Der kommt jetzt eh mit einer Top-Genesung und jetzt gebe ich ihm die Hydro. In der Hoffnung, dass sie trifft. Es wäre jetzt der totale Abfuck, wenn die daneben geht. Ich wusste es. Wieso mache ich sie überhaupt? Gut, da war der Hydro-Miss. Jetzt. Na komm, Erdbeben, das wird. Oh. Reicht. Und es reicht. Ja. Vorhin der Surfer hat ja schon fast gereicht, dann reicht die Hydro-Pumpe auf jeden Fall, da sind ja nochmal 25 Stärke dazwischen. Dragoran. Ja, wenn mein Adrian jetzt nicht schon komplett runtergeschwächt wäre, würde ich sagen, ich lasse ihn drin und hau ihm einen Eisstrahl rein, aber das darf in dem Fall mal er hier übernehmen. Da ist der Level-Unterschied auch nicht so extrem. Ich glaube, das wird sein letztes Dragoran sein, sein Stärken, oder? Nee, das ist sein zweitstärkstes. Nee. Er hat 2 Dragoran in der Rückrunde. Eins seiner Dragoni hat er entwickelt und das andere hat er ausgetauscht durch einen Seedraking. Ja, da kriegt er ordentlich Punkte hier. Ja, da kommt gleich das zweite Dragoran. Macht es mir aber einfach. Oh, das war doch schon sein starkes. Ja, siehst du mal. Okay. Ja gut, das war ja auch Level 72.
Jetzt müsste sein Seetrag hinkommen. Ja, also was anderes hat er ja nicht mehr. Hast. So, wen schicken wir denn gegen Seetrag King rein? Du kannst ja Don Martin Drachen. Wutanfall. Ja, es ist das einzige, was das Viech effektiv trifft. Kann er gleich mal seinen Wutanfall ausführen. Oh, und der kann Eistrahl. Au. Das überlebt er nicht. What? Er überlebt? Was? Don Marcy, du bist gut. Ei. Er hat es zwar auch überlebt, aber den nächsten wird er nicht überleben. Ich kann leider nicht auswechseln. So. Jetzt die Frage, wer kriegt den Finishing Blow? Ist eine schwierige Frage. Die Frage ist, ist Glurak schneller als Seedrak King? Ich bezweifle es bei dem Levelunterschied nämlich echt. Deswegen spiele ich es lieber auf Nummer sicher. Weil einen Surfer will ich von dem jetzt auch nicht fressen. Da reicht ein Donnerblitz. So, dann haben wir das erledigt. So viel zu Siegfried. Ja. Vor ihm habe ich nicht wirklich immer so viel Angst, wenn ich ein paar Pokémon mit Eisattacken habe. Er ist nur schlimm, wenn man keine Eisattacken hat. So, Jake und Don Marcy dürfen da mal wiederbelebt werden. Noch ein paar Hypertränke. Jetzt bin ich in der Zwischenzeit schon im Überlegen, was sein erstes Pokémon ist. Weil ich meine, er hat seinen Tauboss schon gar nicht mehr dabei. Und dafür ein Despotar. Despotar ist Strahl, oder? Nein, es ist Gestein und Licht. Gestein und Licht, ei. Ich weiß jetzt aber nicht. Wieder mal sehen, wie ich mich auskenne. Ich weiß aber nicht, ob er sein Taubos trotzdem hat. Ich will jetzt aber auch gar nicht cheaten und nachschauen. Ich schicke einfach Jake rein. Für den Fall, dass er Despotar hat, hau ich ihm Durchbruch um die Ohren. Also dann, auf in den letzten Kampf. Hallo, du bist zurück, Rot. Das ist großartig. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisiere, habe ich nur die stärksten Pokémon auserwählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. Rot, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt! Und außerdem haben alle meine Pokémon einen Spitznamen. Nein, haben sie nicht, aber wenn sie alle Spitznamen hätten, wären sie overpowered. Ah, er fängt mit Scaraborn an. Okay. Nice. Was hast du? Scaraborn. Will ich ihn einmal angreifen lassen? Egal mit was er kommt, auf ihn macht er keinen Schaden. Damit habe ich nämlich jetzt gerechnet. Ich habe jetzt wirklich damit gerechnet, dass der mit dem Erdbeben kommt. Sauber. Und ich habe mir gedacht, selbst wenn er mit einer Kampf- oder Käferattacke kommt, dann Marcy kann beides stemmen. Turtok. Ja, ich möchte wechseln. Jetzt darf Jake rein. Da schickt er gleich sein stärkstes Pokémon mit rein hier. Jetzt sage und schreibe Level 75. Und Jake ist trotzdem schneller. Das ist ja auch ein Turtok, ne? Pass auf, die 10% kommen jetzt wieder. Wie heißt nein? Oh, auch sein Turtok kann Erdbeben. Wie viele Pokémon können hier noch Erdbeben? Es ist ja unglaublich hier, was hier alles Erdbeben kann. Na gut, machen wir einen schnellen Finisher.
ist sein stärkstes Pokémon, also leveltechnisch zumindest schon mal weg. Simsala. Was schickt man denn gegen Simsala rein? Probieren wir es mit dem guten alten Don. Und weil ich hier wirklich mal auf Nummer sicher gehen will... Oh, er will sich boosten. Okay, dann ist er jetzt tot. Aber den Calm Mind kriegst du hier nicht durch. Oh, er überlebt den Scheiß sogar. Das überrascht mich jetzt. Eine Top-Genesung. Okay. Es überrascht mich jetzt wirklich, dass er das überlebt hat. Hat Simsala nicht so ein hohes Def? Simsala hat eine ziemlich beschissene Def. So, und jetzt hoffen, dass Don Marcy das überlebt. Nach einem Calm Mind ist ein Simsala nämlich ganz schön böse. Aber wenn er den Eistreu von einem Seedraking überlebt, dann kriegt er auch plus 1 Psychokinese von einem Simsala hin. Kokowai! Kokowai! Ja. Da habe ich was dagegen. Bike. Ja, zwar beim letzten Mal schon nicht ganz ausgereicht, aber wenn das Viech schon eine Doppelschwäche gegen Käfer hat, dann nutze ich die jetzt auch mal aus. Auch wenn ich die Psychokinese dafür fresse. Ah, das war es. Wir haben ja noch Luraculi. Und Kokowai ist in der Spezialverteidigung nicht ganz so gut wie in der Verteidigung. Das heißt, der Flammenwurf sollte auch gut Schaden machen. Ja, mehr als die Hälfte reicht. Luraculi auch nochmal Level 58, kurz vorm Ende. Ja, da kurz vorm Ende. Da kommt sein Despotar. Nochmal, um am Computer am Ende noch gut auszusehen. Neben den anderen Pokémon. So, jetzt kommt der Sandsturm. Der Sandsturm wird mich jetzt nerven. Hydropumpe überlebt er so oder so. Ein Donnerblitz auf einem Despotar ist zwar ungewöhnlich, aber... Ja, warum auch nicht? Despotar hat immer noch genug Spezialangriffe, um auch speziell draufhauen zu können. Einmal mal hoffen, dass wir den nächsten Donnerblitz überleben, dann haben wir es nämlich schon. Oh, er macht ein Erdbeben. Okay. 4 KP. Das war jetzt aber ganz schön knapp, Mann. Meine Güte. Akani kommt noch rein. So. Was machen wir denn gegen Akani? Wir haben hier immer noch ein Mewtwo, das voll ist. Das Akani hat sogar ein höheres Level als das Mewtwo. Ja, Tiefzeitlevel. Hier meine Psychokinese, die wird er zwar zu ziemlicher Sicherheit überleben. Ein Eisenschweif und er trifft sogar.
So, jetzt kommt wahrscheinlich die nächste Top-Genesung. So wie ich ihn kenne. Weil ich weiß, dass der davon mindestens 5 Stück hat. Ja, typisch NPCs. Ich mach mal eine Top-Genesung einschmeißen. Sandsturm müsste jetzt dann bald aufhören. Okay, er schmeißt eh keine Top-Genesung mehr nach. Yep, das ist das Ende. Wir haben es geschafft. Mit einem unterlevelten Team, die ja. Top 4 plus Champion. Den Text haben wir alles schon vorgelesen. Tja. Folge mir, ich zeige dir den richtigen Hasen. Ach Gott. Ja, wir sind mal wieder in der Ruhmeshalle. Und jetzt genießen wir nochmal schön die Credits. Na, no, deswegen ist Lurak auch Stufe 58 geworden, weil Ruhm in der Ruhmeshalle noch ein bisschen zu glänzen. Und Ruhmeshalle Musik. Jake! Mike! Kenji! Adrian! Lurakuli! Und Don Marcy. Eigentlich ein super Team, was ich da am Schluss hatte. Ein also Hoch auf unser Team. Ja. So. Credits. Die haben wir zwar auch schon gesehen, aber egal. Die kann man gern nochmal ansehen. Die sind immer wieder schön.
Feinde. So. An dieser Stelle würde ich dann dieses LP dann endgültig abhacken. Ich meine, wir haben in diesem LP jetzt ziemlich alles gesehen, was es zu sehen gibt. Pokémon Feuerrot ist damit komplett ausgelutscht. Wir können hier eigentlich nichts mehr machen, außer jetzt vielleicht irgendwie Pokémon EV trainieren, und das ist in Generation 3 mir noch ein bisschen zu müßig. Deswegen mache ich sowas nicht. Also, ich möchte mich hier an dieser Stelle auch nochmal an den guten Kenji aka Alter aka Dinadon bedanken, dass er für mich die letzte Aufnahme hier über die ganze Zeit hier mit dabei war, mitkommentiert hat, mich ein bisschen nebenbei unterhalten hat. Und ansonsten würde ich sagen, wir machen hier an dieser Stelle Schluss.